So, Hallöchen zusammen. Damit sind wir jetzt gerade beim letzten Battle Report zu den Grundregeln von Fallout Wasteland Warfare angekommen. Wir schauen uns in dem Zuge jetzt das fünfte Tutorial an, The Coming Storm, wo es darum geht, dass wir halt Schutz suchen möchten oder müssen vor einem großen Sturm. Es kommt eine Todeskralle drin vor, ein paar Supermutanten und insgesamt ein hoffentlich ziemlich schönes Prügelmatch. Von daher gucken wir uns die Regeln und das Spielfeld an. So, da hätten wir dann das fünfte und letzte Tutorial-Szenario aufgebaut. Man sieht jetzt erstmal nicht alle Modelle, das sind einmal die Supermutanten, die befinden sich hier und die Siedler befinden sich hier am Rand, wie es im Szenario beschrieben ist. So, ja, da sind die Aufstellungszonen. Letztlich geht es jetzt in dem Szenario The Coming Storm darum, dass wir Schutz suchen müssen, um uns von einem großen Supersturm zu schützen. Und dabei verfolgen beide Mannschaften dasselbe Ziel, also beide Fraktionen dasselbe Ziel und möchten da oben hin. Da ist ein A, das markiert die sichere Zone. Und da unten ist ein B, das markiert einen Einstiegspunkt. Und zwar haben wir es jetzt nicht nur mit den Supermutanten und den Siedlern zu tun, sondern auch mit einer Todeskralle, die ab einem bestimmten Zeitpunkt ins Spiel eintritt. Der bestimmte Zeitpunkt ist relativ einfach beschrieben. Jedes Mal, wenn wir ein Modell aktiviert haben, werfen wir danach ein Glückstoken. Und wenn das fünfte Glückstoken oben lag, also mit dem Kleeblatt oben, dann kommt die Todeskralle und die aktiviert immer am Ende einer Runde und geht auf in bestimmter Reihenfolge, also nicht nach den AI-Regeln, sondern nach eigenen szenariospezifischen Regeln auf die gegnerischen oder unsere Modelle los. Ansonsten haben wir jetzt auch sehr viel bessere Ausrüstung für alle dabei. Man sieht es jetzt auch schon, das ist sehr viel voller hier mit den ganzen Sachen. Wir haben heroische Karten jeweils einmal und jeweils auch eine Elite-Funktion. Das ist einmal Hunter für die Siedler und es ist Brawler für die Supermutanten. Und auch Nora ist jetzt nicht mehr Day One, sondern Soul Survivor im Allgemeinen. Das heißt, sie hat auch bessere Stats. Genau, das Siedlerteam ist mit einem Modell weniger auf dem Tisch im Vergleich zu den Supermutanten. Hat, ich kann mal gucken, ich glaube auch den ersten Zug. Ansonsten haben wir Sonderregeln in Form von diesen Sirenen hier. Die sieht man hier überall. Das sind vier Stück. Die kann man aktivieren und wenn die Todesklaue da ist, dann geht sie stattdessen auf die Sirene los. Also damit kann man die ablenken oder auch zum Gegner locken. Und die Siegesbedingungen sind ganz einfach. Jeweils, wenn das gegnerische HQ-Modell rausgeknipst ist, gewinnt die eine Mannschaft. Oder nach der sechsten Runde gewinnt die Seite, die ihren Leader am nächsten da oben beim A hat. Tatsächlich habe ich jetzt nicht gefunden, welche Seite anfängt in den Regeln. Allerdings nehme ich jetzt einfach die Siedler. Die haben ein Modell weniger. Das bedeutet, die haben den ersten Zug. Dementsprechend starte ich mit den Siedlern durch und aktiviere zuallererst mal Nora, beziehungsweise ich mache sie bereit und aktiviere sie aber nicht. Und zwar schaue ich jetzt einfach mal, was die Supermutanten so machen zuallererst. Ich habe nämlich ein ganz klares Ziel. Ich versuche den gegnerischen Anführer rauszuknipsen. Und ja, gucke jetzt einfach mal, wie das so läuft. Und die Supermutanten fangen an. Wir haben neben den Supermutanten auch den Enslaved Tech. Dann schauen wir einfach mal, welche Nummer beginnt. Das wäre die Nummer 3. Die Nummer 3 ist in dem Fall der Aviator. Und was der Aviator macht, werden wir gleich herausfinden. Wir würfeln. Der Aviator hat einen Atompilz. Das ist in seinem Fall volle Lebenspunkte, Objective. Objective bedeutet in seinem Fall, dass er natürlich versuchen möchte, die Nora auszuknipsen, weil es bringt ihm selbst nichts, wenn er am Eingang der Höhle ist. Sein Anführer muss das sein. Bedeutet, er versucht sich careful nach vorne zu bewegen. Der Aviator ist ausgerüstet mit einer Bolt Action Pipe Rifle, das ist eine grüne, eine blaue Reichweite. Schauen wir also mal, ob er schon irgendwo rankommt, aber das ist nicht der Fall. Das bedeutet, er versucht sich einmal nach vorne zu bewegen. Das ist eine gelbe Distanz. Er bewegt sich mal hier so an den Rand der Deckung, was dann einfach dafür sorgt, dass er ein bisschen Deckung hat. Und dann schauen wir mal, ob er jetzt schießen kann. Das ist allerdings immer noch nicht der Fall. Also versucht er sich weiter nach vorne Richtung gegnerisches Richtung Ziel zu bewegen.
Ja, wird sich jetzt allerdings ein bisschen aus der Deckung herausbewegen, aber hilft nichts. Er muss nach vorne und dann ist der Aviator abgehandelt. So, dann sind wieder die Siedler dran mit ihrer zweiten Aktion oder mit ihrer zweiten Aktivierung. Ich werde jetzt trotz allem erstmal weiterhin gucken, was die Supermutanten so machen. Und mache meinen Paladin Aspirant Goddard bereit. Und dann sind die Supermutanten wieder dran. Das wäre die 2. Das ist jetzt einer der Mutantenhunde. Tatsächlich habe ich jetzt gerade vergessen, den Glückstoken zu flippen. Das machen wir, holen wir gleich nach. So, der Mutant Hound hat 2 Coca-Cola-Flaschen gewürfelt. Das ist, wer hätte das gedacht, Angriff. Also geht er aufs Ganze, stürmt völlig ohne Sinn und Verstand nach vorne mit einer roten Bewegung. Ja. Ja, der bewegt sich jetzt halt so ein bisschen über die Karten hinweg. Ist einfach ein Platzproblem. Und geht straight nach vorne und ist damit auch abgehandelt. So, dann flippen wir doch mal ganz kurz zweimal jetzt das Luck Token. Ganz wichtig, nur zweimal, weil meine Modelle habe ich ja noch nicht aktiviert. Die habe ich nur bereit gemacht. So, das ist schon einmal ein Luck Token. Bleibt bei einem Mal. Merken wir uns also 1. Dann sind die Siedler wieder dran. Jetzt aktiviere ich tatsächlich mal ein Modell. Und zwar komplett durch und mache auch mal eine Movement-Action mit Dogmeat. Zack, den lasse ich einmal hier hinrennen. Und dann ja, lasse ich ihn mal hier so ein bisschen in Deckung gehen. Und dann schauen wir einfach mal. Wichtig ist, Dogmeat hat ja, oder in dem Fall hat Nora jetzt die Fähigkeit Doghandler. Bedeutet, oder hat sie ja schon die ganze Zeit, aber das heißt, wenn in ihrer, jetzt müssen wir mal gucken, blauen Reichweite Dogmeat aktiviert wird, da sind wir noch drin, dann hat er eben noch ein paar Boni. Ansonsten ist es jetzt aber erstmal für die aktuelle Situation uninteressant. Aber wir haben ein weiteres Modell aktiviert und schauen, was passiert. Ja, ist davon geflippt. Das ist nochmal ein Luck-Symbol. Sprich, wir haben schon 2 Counter laufen. Und die Supermutanten sind wieder dran. Das ist jetzt Modell Nummer 1. Das wäre dann der Enslaved Tech. Gucken wir mal, was der Gute tut. Der hat auch 2 Nuka-Cola-Flaschen gewürfelt. Der Enslaved Tech möchte, ne, der hat jetzt die Wertung Friendly Models Within. Das ist in seinem Fall auch seine Aura-Reichweite, also gelb. Er ist nämlich ein ziemlicher Schisser. Ja, der hat jetzt einen seiner Reichweite. Also das bedeutet, sein Ziel ist auch Objective auf die Distanz. Mit seiner Waffe hat er die Reichweite. Na, wo ist er denn? Schwarz hat er mit seiner Waffe als Reichweite. Theoretisch gesehen würde er die Siedlerin ja, sogar sehen. Aber das reicht trotz allem nicht. Also bewegt er sich. Vorsichtig nach vorne. Der hat auch eine. Ah ne, der hat sogar eine rote Reichweite. Der ist ziemlich flink. Hat ja auch fast nichts an, der Gute. So, der elende Verräter. Jetzt schauen wir mal, ob er jetzt in Reichweite ist, aber ich glaube, das reicht immer noch nicht hin. Nein. Augenmaß sagt nö. Also bewegt er sich auch straight weiter nach vorne. Das bedeutet, die Supermutanten haben tatsächlich denselben Plan wie die Siedler, und zwar den gegnerischen Anführer ausknipsen. Zeit für einen Luck-Token. Jawohl, sind wir also schon beim Counter Nummer 3 für die Todeskralle, die dann da unten rauskommt und ziemlich krass Amok läuft. Jetzt sind die Siedler wieder dran. Die Siedler möchten jetzt, ja, ich aktiviere jetzt einfach mal eins meiner Settler-Modelle. Guck mal, dass ich vielleicht ein bisschen so eine Art Flankieren mache, indem ich den netten Herrn einfach mal nach da oben bewege. Zack. Und dann bewegen wir den so gerade an die Deckung, dass er hinten ein bisschen Deckung zwischen sich hat. Dann kann er dann nächste Runde ein bisschen Action machen und eventuell ja, den einen oder anderen ausknipsen, zumal ich mich nicht ganz so weit nach vorne bewegen will, weil die Todeskralle da vielleicht rauskommt. Dann schauen wir mal.
das ist es nicht. Wir bleiben beim Zähler Nummer 3 stehen. Und als nächstes Modell aktivieren wir die Nummer 4. Das ist der Brute. Das ist jetzt der Anführer von der ganzen Bande. Unser Ziel. Ja, der hat eine Nuka-Cola gewürfelt, eine einzelne Flasche. Das bedeutet bei dem Brute Objective. Objective ist natürlich in seinem Fall, da oben hinzukommen. Das bedeutet, er zieht sich so ein bisschen aus der Affäre. War also ganz gut, dass wir mit ihm da hochgelaufen sind. Bewegt sich mit einer gelben Reichweite. Zack. Erstmal hier hin. Und bewegt sich dann straight weiter Richtung Ziel. Weil er will ja da in Sicherheit, ohne Rücksicht auf seine eigenen Teamkameraden. Die sind völlig scheißegal. Ach, was wir jetzt vergessen haben. Er hat ja jetzt die Fähigkeit Heroic. Sprich, wir dürfen für ihn einmal einen blauen Würfel am Anfang der Runde schmeißen. So, Atompilz bringt nichts, weil er hätte ja damit einen, Quick Action Point kriegen können. Aber das hat er nicht, weil sonst hätte er vielleicht nochmal eine Bewegungsaktion mehr gekriegt. Oder irgendwas in der Richtung. Und natürlich müssen wir auch gucken, die heroischen Modelle haben jetzt auch die Fähigkeit Glück einzusetzen. Und können dadurch das ein oder andere rerollen. Dann ist es mal wieder Zeit, ein Token zu schmeißen. So, okay, wir bleiben weiterhin beim Counter 3 stehen. Und dann kommen wieder die Siedler dran. Die Siedler machen die sinnvolle, die aktivieren ihr nächstes Modell mal da oben. Bewegen sich mit dem auch einfach hier hoch. Und bereiten Sie mal da ein bisschen emotional drauf vor, dem Brute schön eine von Latz zu ballern. Und sich natürlich nicht in der absoluten Nahkampfreichweite der Todeskralle zu befinden. Weil die darf in aller Seelenruhe erstmal Supermutanten schnetzeln, glaube ich. Das ist eine ganz gute Idee. So, dann schmeißen wir wieder unser Luck-Token. Jawohl, damit sind wir beim Counter 4 angekommen. Und die Supermutanten sind wieder dran. Zack. Nummer 5, das ist jetzt der freundliche Typ. Also dann, das ist ein Supermutant, ein ganz normal ausgerüsteter Supermutant. Schauen wir mal, was der macht. Nuka-Cola. Nuka-Cola, Supermutant. Objective, Distanz, nee, Objective, Nahkampf, aber aggressiv. Bedeutet, er versucht auch in dem Fall nach vorne zu kommen, so Richtung Nahkampfreichweite zu meinem Anführermodell. Das ist schon mal ganz solide, was hier passiert. So, dann wäre der auch erledigt. So, jetzt kommt die große Frage. Kommt die Todeskralle? Nö, immer noch nicht. Jetzt komme ich mit meinen Siedlern dran und muss jetzt die letzten Modelle aktivieren. Sprich, die beiden verbleibenden oder die beiden, die jetzt noch ihre Aktivierungsmarker dran haben, muss ich jetzt auf jeden Fall aktivieren. Ich werde wahrscheinlich mit Aspirant Goodart anfangen und mich auch erstmal, ich glaube, stumpf nach oben bewegen. Ich habe mit seiner Waffe nur eine blaue Reichweite. Da muss ich ziemlich nah ran, irgendwas zu treffen. Das ist mir dann insgesamt noch zu risky. Also geht er auch straight hoch. Schließt sich dem Rest seiner Leute an. Ist aktiviert. Der Lackmarker wird geworfen. Und die Todeskralle erscheint. Steht jetzt, dass ich da was laut vorlesen soll. Ich will aber nicht. Ich will es einfach hier hinstellen und das Modell als solches für sich sprechen lassen. Ja, dann kommen jetzt die beiden. Jetzt kommt nur noch Nora. Nora ist an und für sich auch motiviert, irgendwas Spannendes zu tun. Gucken wir erstmal, ob sie irgendwie ein zusätzliches. Nö. Sie kriegt keinen zusätzlichen Action Point. Ja, was macht sie? Ich glaube, sie bewegt sich auch nach oben. Da unten wird es langsam zu heiß. Das heißt, sie bewegt sich einmal dahin. Zack. Und dann
Da bewegt sie sich mal so ein bisschen hier dazwischen. Zwischen ihre Leute. Oder nee, nee, ich würde sagen, ja doch. Doch, da lassen wir sie stehen. Da steht sie, glaube ich, ganz gut. Schauen wir mal, ob sie da ganz gut steht. Wichtig ist, dass so ein Pulk vorrücken. Ja, ansonsten macht sie eigentlich nichts. Und dann sind nur noch die Supermutanten dran. Jetzt bleibt letztlich bloß noch der Supermutantenhund. Der Supermutantenhund möchte wahrscheinlich angreifen. Gucken wir mal. Zwei Coca-Cola-Symbole. Ich habe da so eine Idee, so eine Theorie, was das heißt. Ja, jetzt gedacht, Angriff. Angriff ohne Risiko. Mit vollem Risiko, ohne Rücksicht. Fußbrett. Also stürmt er nach da oben. Und jetzt ist ja das Ziel weiter dort. Und gibt da Vollgas und rennt nach da vorne ins Kreuzfeuer von meinen Leuten. So, jetzt sind wir tatsächlich am Ende der ersten Runde angekommen. Das bedeutet, jetzt wird die Todeskralle aktiv. Und die Todeskralle hat schlechte Laune. Und die Todeskralle geht nach folgendem Szenario oder nach folgendem Ablauf vor. Wenn sie im Nahkampf ist, greift sie an. Ansonsten chargt sie das nächstgelegene Modell. Das ist in dem Fall dieser arme kleine Hund. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, die Charge-Reichweite ist gar nicht mal das Problem. Das reicht ja auf jeden Fall. Ich lege das mal hier hin. Sie hat einmal einen Deathclaw Crush. Das ist eine Attacke, die sie vorbereiten muss. Und dann hat sie einen Deathclaw Swipe. Deathclaw Crush, der wird vorbereitet, sobald, oder der kriegt jedes Mal einen Marker drauf. Und wenn er drei drauf hat, kann es losgehen. Und der kriegt jedes Mal einen Marker drauf, wenn ein Modell in Sichtlinie zu der Todeskralle irgendeine Aktion macht. Also sprich, dieser Angriff ist mindestens einmal pro Runde bereit, um drauf zu knüppeln. Und jetzt, wie gesagt, charged sie mit einer grünen Reichweite, also brauchen wir nicht ausmessen, kommt auf jeden Fall hin. Und sie macht einen Battle Cry. Das bedeutet, wir würfeln einmal bei ihr den Battle Cry. Also, den können wir, glaube ich, ach doch, mit einem X können wir es verkacken, weil die hat Stärke 11. Und da liegt auch ihr Battlecry drauf. Mit einer 5 hat sie es allerdings problemlos geschafft. So, der Mutant Hound hat tatsächlich Battlecry Resist, weil er wahrscheinlich strunzdämlich ist und nicht mitkriegt, was eigentlich abgeht. Und mit einem X hat er den allerdings kritisch verkackt. Also schafft es die Todeskralle ran, kriegt einen schwarzen und einen grünen Würfel dazu und macht auf jeden Fall auch immer eine Pushback-Aktion. Das ist in ihrem Fall gelb. So, so da. Und schiebt den Hund also nach da drüben und folgt natürlich entsprechend auch Follow-up. Weil jetzt sehen wir was Schönes. Sie ist gleich mit zwei Modellen im Nahkampf. Hier ist nämlich eine fiese Drecksau und die hat da richtig Bock zu morden. Gut, das war ihre erste Aktion. Jetzt hat sie noch eine zweite Aktion. Schlägt also drauf. Das ist in ihrem Fall die 5. Oh. Ist nicht so wahnsinnig viel. Aber gut, macht nichts. 5. Sie kriegt noch einen zusätzlichen schwarzen Würfel, einfach weil sie das kann. Dann hat sie zwei gelbe, einen lilanen, den extra schwarzen vom Charge und den extra grünen vom Charge. Und sie trifft auf die 5. Hat ein X gewürfelt. Bringt also nicht. Aber sie hat einen Quick Action Point. Kann den aber nicht nutzen. Sie hat keine Quick Action, keine einzige. Okay, damit wäre die erste Runde abgeschlossen. So, dann starten wir mit Runde 2. Momentan sieht es eigentlich soweit ganz gut aus, also so wie ich es gehofft hatte. Die Todeskralle rennt auf die Supermutanten drauf und moscht da erstmal ein bisschen was weg. Gut, das Wegmoschen hat jetzt noch nicht so richtig funktioniert, aber gucken wir mal. Was nicht ist, kann er noch werden. Letztlich, ja, würde ich jetzt sagen, also wir starten natürlich wieder mit den Siedlern, weil ich nach wie vor ein Modell weniger auf dem Tisch habe. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal mit der ersten Siedlerin da oben an, aktiviere die und schau mal, ob ich den Supermutanten-Anführer, den Brute, ein bisschen unter Feuer nehmen kann. Und ja, gucken wir einfach mal, wie wir da hinkommen. Ich habe mit ihr mit einer Assault Rifle eine rote und eine grüne Reichweite in Kombination. Ich befürchte, ich muss mich noch bewegen.
Ja, das wird wahrscheinlich sogar dieses Mal nichts. Jetzt gucken wir mal, wo wir hinkommen. Wir bewegen uns nach vorne. Ja, so. Und gucken, ob wir jetzt irgendwie eine Reichweite zusammenkriegen. Nee, das langt leider noch nicht ganz. Das ist ganz knapp davor, aber es reicht halt noch nicht. Was wir allerdings machen können, ist, wir können schon mal auf den Hund schießen. Wir haben Rot und Grün. Rot allein reicht nicht. Es ist also Rot und Grün mit der zweiten Reichweite. So, dann wären jetzt auch die Supermutanten mit ihrer ersten Aktivierung in der zweiten Runde dran. Jetzt habe ich gerade allerdings gedacht, ich kann den Marker auf die Todeskralle legen. Habe das aber vorhin wohl falsch verstanden mit oder falsch gelesen mit der Prepare-Action von dem Ding. Und zwar, sobald die Todeskralle eine Aktion macht und ein Modell, nicht freundliches Modell in Line of Sight ist. Das bedeutet, sie hat ja mit ihrer ersten Aktivierung schon zwei Aktionen gemacht. Sie hat sich hinbewegt und angegriffen. Bedeutet, sie hat jetzt schon einen doppelten Counter drauf. Und kriegt jetzt nicht ein, wenn meine Modelle oder die gegnerischen Modelle irgendwas machen, sondern wenn sie selbst was macht und gegnerische Modelle in Line of Sight sind. So, fangen wir mit den Supermutanten an. Ich habe mir das jetzt der Einfachheit halber nicht mehr gemerkt, welches Modell 1, 2, 3 ist, sondern zähle dann immer von unten nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ist es am leichtesten. So, die 2 ist dann die 1, 2. Das ist also der, wie heißt der, Enslaved Tech, der jetzt dran ist. Dann finden wir doch mal direkt raus, was der Gute tut. Der Gute hat eine Nuka-Cola-Flasche gewürfelt. Nuka-Cola-Flasche bedeutet bei dem Enslaved Tech, dass er, tada, Objective im Fernkampf. So, das heißt, er versucht, meine Anführerin unter Beschuss zu nehmen. Das bedeutet auch, dass er versucht, aus dem Nahkampf rauszukommen, weil er hat es nicht unterstrichen. Er möchte nicht im Nahkampf bleiben. Er möchte sich aus dem Nahkampf rausbewegen. So, was hat denn der gut? Ach, der hat eine rote Reichweite gehabt, genau. Versucht natürlich mit der roten Reichweite so drumherum zu kommen. Also den können wir ja, getrost einfach mal so hier hinbewegen. Da kommt er sonst problemlos hin. Dann ist er aus dem Nahkampf draußen. Ja, ich glaube, wir müssen ihn allerdings erst eher so ein bisschen hoch bewegen. Ja, dass er sie auch sieht tatsächlich, also hier hin. Dann kann er eine Line of Sight zu ihr ziehen. Sie kriegt zwar Deckung, aber er kann sie sehen und auf sie schießen. Jetzt kriegt er nichtsdestotrotz zuallererst mal einen Free Strike von der Deathclaw, die jetzt natürlich aber im Free Strike nur auf die 3 trifft. Aber trotz allem kriegt sie zwei gelbe, einen blauen und einen schwarzen, weil sie einen sehr hohen Stärkewert hat. Und guck mal, ob sie trifft. Mit einer 3 hat sie tatsächlich getroffen. Ich halte es einmal in die Kamera. Tada! Na, jetzt hat sich es natürlich bewegt durchs Tragen. Aber mit einer 3 hat sie getroffen. Das war einmal Rüstungsdurchbrechen und zweimal Nuka-Cola. Ich glaube, dass Nuka-Cola bedeutet, jawohl, der Gegner ist gestunt. Das ist natürlich sehr, sehr gut, weil dann kann er auch nicht mehr schießen. Dann lege ich gleich einen Stun-Marker an ihn hin und er kriegt Schaden. Er hat einen Rüstungswert von 1, der ist komplett. Ne, ist nicht richtig. Er hat noch einen Anzug, der ihm nichts bringt. Nö, dann kriegt er direkt flat 2 Schaden. Gucken wir mal, haben wir denn 2 Schaden? Wie viele Lebenspunkte hat denn der Gute überhaupt? Der hat 3 lediglich. Ne? Da hat er nicht so viel. So, die Todeskralle hat noch eine Aktion gemacht. Bedeutet, sie kriegt noch einen Marker. Weil Free Strike ist ja auch eine Action. Und der Gute ist gestunt und kann jetzt natürlich eine Aktion ausgeben, um aus dem Stun rauszukommen. So bedeutet also, wie gesagt, der hat ja seine erste Aktion eingesetzt, um rauszukommen aus dem Nahkampf. Wurde dadurch gestunt. Ich lasse ihn jetzt einfach da stehen. Wir gewähren ihm, dass er da hingekommen ist. Und jetzt gibt er direkt seine zweite Aktion aus, um aus dem Stun rauszukommen. Das kostet eine Bewegungsaktion, damit ist er abgehandelt und kann nichts weiter tun. Schön, hat gut geklappt für die Siedler. Dann sind jetzt die Siedler wieder dran. Tatsächlich versuche ich jetzt mal mein Glück mit dem Siedler da hinten, ob ich da eventuell irgendwie in Richtung Reichweite komme. Zack. Ah, mir fällt gerade ein, habe ich sie nochmal bewegt? Nee, ich habe sie nicht noch ein zweites Mal bewegt. Mensch. Nicht aufgepasst. Dann bewegen wir sie mal hier hin. Dann kann sie nächste Woche Runde schießen. Und dann ist als nächstes er hier dran.
seiner zweiten Aktion und bewegt sich ein bisschen weiter hier nach oben. Hat er die gleiche Bewaffnung. Dann weißt du, nach unten wäre er auch nicht rangekommen. Jetzt kommt, würde er rankommen, aber er ist eben abgehandelt. So. Jetzt hätte man natürlich noch den Supermutantenhund aufs Korn nehmen können, aber ehrlich gesagt ist mir der jetzt gerade nicht so wichtig. Kann jetzt natürlich auch nach hinten losgehen, aber schauen wir mal. Damit sind die Supermutanten wieder dran. Die Nummer 3, das war die 1, 2, 3, das ist dann er hier, das ist der Aviator. Der Aviator möchte gerne mit einem Coca-Cola-Symbol. Was möchte er damit machen? Der Aviator möchte mit einem Coca-Cola-Symbol schießen. Objective, Distanz. Versucht also auch an Nora ranzukommen. Da ist sie da hinten. Kann er sie denn schon sehen? Ja, tatsächlich kann er sie schon sehen. Dann versucht er hinzukommen. Oder mal gucken, ob er Reichweite hat. Und was ist denn der Aviator ausgerüstet? Bolt Action Pipe Rifle. Blau und grün. So. Das wird wahrscheinlich sogar schon reichen. Jo, er kommt exakt hin. Also wird er das einsetzen, um zweimal zu schießen. Mit Abzug dazwischen, weil Deckung. Aber muss ja nichts heißen. Er hat einen Aviator Cap mit erhöhter Perception. Das heißt, er hat eine Perception von 6 minus 2, weil Deckung dazwischen ist. Ist eine 4, also sein ursprünglicher Skillwert. Er hat einen schwarzen und seinen Skillwürfel. Ja, gucken wir doch einfach mal. Mit einem Ausrufezeichen hat er auf jeden Fall getroffen. Das ist doch super. Und er macht einen zusätzlichen Schaden. Was hat Nora als Ausrüstung? Nora hat einen Rüstungswert von 3. Da ist kein Rüstungsdurchschlag oder irgendwas dabei. Zack. Mit einer 3 hat sie den kompletten reinkommenden Schaden allerdings geblockt. Das ist super. Ja, dann schießt er einfach nochmal. Hat wieder ein Ausrufezeichen gewürfelt, aber keinen zusätzlichen Schaden. Bedeutet, Nora darf nochmal rüsten. Hat jetzt allerdings eine 4 gewürfelt. Das bedeutet, sie hat es überhaupt nicht geschafft und kriegt die regulären, wo ist er denn? 2 Schaden der Waffe komplett durch. Das legen wir mal auf ihre Karte drauf. Damit hat sie allerdings immer noch 7 Lebenspunkte. Aber natürlich schon mal Schaden, den sie da bekommen hat. Gut, damit wäre dieser Supermutant auch abgehandelt. So, dann sind wieder die Siedler dran. Der Paladin, beziehungsweise der Aspirant Goddard, den bewegen wir einfach mal nach vorne. Weil ich jetzt schon weiß, dass er übrigens hinkommt. Bewegen wir ihn mal nach vorne. So. Und jetzt hat er mit seinem Revolver eine blaue Reichweite. Jetzt kann er auf den Hund schießen. Und genau das machen wir einfach auch, dass der auch mal so ein bisschen sein Fett wegkriegt. Mit dem Revolver bekommt er 2 gelbe Würfel. Er hat einen Schusswaffenwert von sagenhaften 3. Wow, richtig, richtig gut. Ja, Deckung ist keine dazwischen. Mit einer 2 trifft er. Das glaubt mir doch sonst keiner. Durchschlägt sogar die Rüstung. Ja. Durchschlägt sogar die Rüstung und macht extra Damage. Mit dem Revolver, der von vornherein schon mal 2 Schaden macht, ist das doch eine ganz solide Nummer. Was hat der Hund als Rüstungswert? 1, gar nichts, also kriegt flat 3 Schaden und hat noch 2 Lebenspunkte. Ich habe das Gefühl, dass das eine ziemlich blutige Geschichte dieses Mal wird. Okay, damit ist der Paladin abgehandelt. Ja, der Paladin, der Aspirant. Und die Supermutanten sind dran. Mit der 1. Das ist dann einfach der ganz normale Supermutant. Und auch bei ihm finden wir raus, was er tut. Mit einem Atompilz. Supermutant. Mit einem Atompilz will er angreifen. Auf die Distanz. In dem Fall will er das Verwundete. Ne? Das ist
definitiv meine Anführerin. Weakest wäre jetzt eins von da hinten. Aber er kann sie auf jeden Fall erreichen. Er stellt sich ungefähr auf die gleiche Ebene wie der Aviator. Er legt sich also einmal ein Stückchen nach da oben. Hat dann halt Deckung dazwischen. Ich würde aber sagen, das ist Einmaldeckung. Das ist sein eigenes Modell. An allem anderen kann er gerade so vorbeischießen. Dass wir ihn nicht ganz zu schlecht machen. Trifft regulär leider nur auf die 4. Das heißt, jetzt trifft er sogar bloß noch auf die 2. Ja, und dann schießt er einfach mal. Was hat er denn? Wo ist er denn? Ach Gott. Der hat überhaupt gar keine Schusswaffe, fällt mir gerade auf. Der hat eine Granate, die er werfen kann. Und zwar über die blaue Distanz. Also reicht nirgends hin. Aber das Weakest hier wäre das nächste, das er tatsächlich werfen kann. Er kann über Deckung drüber werfen. Und dann versucht er doch auch einfach mal das zu machen. Mit einer Agilität von 5 wirft er eine seiner Fragmentgranaten. Dann nehme ich einmal einen Counter runter. So. Er kriegt da einen schwarzen, einen gelben Würfel dazu. Zack. Und wir schauen mal, was da rauskommt. Er hat getroffen mit einem Ausrufezeichen, Rüstungsdurchbruch und extra Schaden. Sprich, er verteilt. Das Ziel hat er direkt getroffen. Ist was in orangener Reichweite um ihn herum? Nein. Kriegt also nur er direkt ab, aber er kriegt mit einem Rüstungsdurchbruch keinen Rüstungswert wahrscheinlich mehr. Was haben wir denn dabei? Nein, keine Chance. Er hat keine Rüstung mehr. Er bekommt einen Extraschaden, direkt getroffenes Ziel und 2 Schaden durch den AOE-Bereich, bedeutet 4 Schaden und ist damit komplett auf einen Schlag aus dem Spiel genommen. Das waren 4 Schaden für ein Modell mit 4 Lebenspunkten. Ich würde sagen, das war ein solider Granatenwurf. Unangenehm tödlich, aber gut. So kann es gehen. Dann ist der auch abgehandelt. Dann kommt jetzt tatsächlich Nora zum Einsatz mit dem nächsten Modell meiner Siedler. Nora bewegt sich nach da vorne. Zack. So. Sie hat eine Laser Rifle, die hat 2-mal die schwarze Reichweite. Jo, das ist eine. Ja, braucht man gar nicht machen. Reicht auf jeden Fall hin. Ist allerdings bereits in der 2. Reichweite. Wir kriegen also einen gelben und einen blauen Würfel. Ah, und wir würfeln natürlich zuallererst mal bei ihr, ob sie einen extra Skillpunkt bekommt. Mit 2 Nuka-Cola-Symbolen kriegt sie tatsächlich 2 Quick-Action-Points. Ich markiere das mal schnell auf ihrer Karte, dass ich das nicht vergesse. Zack, 2 Quick-Action-Points. So, jetzt schauen wir, ob wir treffen. Sie hat einen Skillwert von 7. Ich hätte jetzt gesagt, keine Deckung dazwischen. Das bedeutet, wir treffen auf die 7. Wir haben eine 6 gewürfelt und ein Nuka-Cola-Symbol. Das Nuka-Cola-Symbol bedeutet, ein Schaden geht schon mal durch die Rüstung durch. Mit einer 6 haben wir solide getroffen, würden regulär 2 Schaden machen. Und der Anführer hat keinerlei Rüstung, keinerlei Boni, ein 2er Energierüstungswert. Dann würfeln wir mal. Mit einer 3 hat er das nicht geschafft. Das heißt, er kriegt flat 2 Schaden. Markieren wir schon mal auf ihn. Er hat aber immer noch 6 Lebenspunkte. Okay, das war die erste Geschichte. Jetzt können wir, weil wir ja noch 2 Quick Action Points haben. Ah, und wir haben einen kritischen Treffer gelandet. Das bedeutet, nicht keinen kritischen Treffer, wir haben getroffen. Das bedeutet, wir markieren uns das auf den Crit Counter der Waffe, weil wir sind heroisch. Bedeutet, wir sind cool und können kritische Effekte machen. Und wir hätten tatsächlich auch hergehen können und sagen, wir hätten noch einen Grün dazu schmeißen dürfen, weil wir haben ja die Fähigkeit Hunter, das habe ich ganz vergessen jetzt mitzuberechnen, aber das Ergebnis hat ja trotzdem gepasst, das Würfelergebnis, wir haben getroffen. So, was machen wir mit unseren Quick Action Points? Wir schießen nochmal.
mit einem um 2 verschlechterten Wert. Das heißt, wir treffen nur noch auf die 5. Aber das macht ja nichts, wir kriegen noch einen grünen Würfel dazu. Versuchen wir auch direkt. Mit einer 6 haben wir solide getroffen. Wir haben die Rüstung des Gegners einmal durchschlagen und wir haben einen Stern gewürfelt. Der Stern bringt uns nichts. Aber die Waffe kriegt noch einen zusätzlichen Crit-Marker. Fehlen also nur noch 2. Da kommt schon raus, da jetzt zusätzlicher Crit-Marker. Einfach zu große Hände da dafür. Gut, also. Zum einen. Dann hat der Supermutant nur noch einen Rüstungswert von 1. Mit einer 4 hat er das nicht geschafft. Er kriegt also nochmal 2 Schaden. Und jetzt gehen wir her und machen mit unserem letzten Quick Action Point, würde ich fast sagen, eine Bewegung noch nach vorne. Eine kürzere Reichweite, das ist dann die orangene. Und bewegen uns so schön hier in Deckung. Dann haben wir unsere Quick Actions aufgebraucht. Ich habe jetzt noch gar keinen Luck einsetzen müssen, weil es einfach so schön geklappt hat gerade. Das ist wunderbar. Gut, der Supermutant hätte jetzt Luck einsetzen können. Merken wir uns einfach mal für die nächste Beschussaktion, dass es da einsetzen will. Dass er bei jedem Treffer versucht, den Schaden zu negieren. Genau. Supermutant mit dem nächsten Modell drin. Die Nummer 4. Das ist dann der Hund, der hier im Nahkampf ist. Da brauche ich gar nicht würfeln. Der greift automatisch an. Weil der hat, glaube ich, alles auf seiner Karte unterstrichen. Wenn ich das recht im Kopf habe. Ja, hier sind überall unterstrichene Buchstaben drauf. Der geht also gleich im Nahkampf aufs Ganze. Und versucht, ja, sich zu Wehr zu setzen. Er hat einen Hundebiss. Schwarz, gelb, blau. Skillwürfel Stärke 6. Und auf die trifft er auch. Schwarz, gelb, blau auf die 6 mit der ersten Attacke. Mit einer 7 und einer minus 1 trifft er. Nuka-Cola bedeutet nix. Ja, gut, okay, er würde die, wie soll ich sagen, wie heißt es? Wenn der Gegner eine Prepare-Action auf sich hätte, würde er die ignorieren. Legen wir mal die Schadensmarke hier hin, das ist der Hund, der schon Schaden hat. Die Todeskralle hat einen Rüstungswert von 3 plus 1. Hat eine 4 gewürfelt. Ha. Tatsächlich blockt sie dadurch mit nur einen der reinkommenden Schadenspunkte und kriegt einen Schadenspunkt. Die ist jetzt bestimmt stinksauer, aber der Hund macht es sogar noch schlimmer und greift nochmal an. Und zwar mit exakt derselben Zusammensetzung. Das irre Vieh versucht tatsächlich die Todeskralle im Nahkampf zu töten. Mit einer 10 sind wir allerdings ganz, ganz weit davon weg zu treffen. Und der Hund ist damit fertig mit seiner Aktion. Gut, dann kommen wir zur letzten Aktivierung für die Siedler dieses Spiel. Diese Runde. Für Dogmeat. Mal gucken, was Dogmeat macht. Den habe ich irgendwie nicht so gut positioniert, fällt mir gerade auf. Macht nichts. Dogmeat will oben lang, weil der hat keinen Bock. Packen wir mal hier hin. Da unten gegen die Todeskralle zu kämpfen. Man möchte viel lieber da oben den Blut im Nahkampf ans Bein pinkeln. Das sollte er dann, denke ich, auch hinbekommen. Jetzt hat er seine Zack, Aktion durch. Ja, und dann sind die Supermutanten mit ihren letzten beiden Aktivierungen dran. Die 6 ist dann ganz klar da oben Mr. Sledgehammer, der Brute, der Anführer der Bande. Und dann schauen wir mal, was der macht. Der schaut auch erstmal, ob er irgendwie Quick Action Points bekommt. Nö, Atompilz sagt nein, kriegt er nicht. Schade. Aber macht nichts. Ich glaube, er kann auch so also coole Sachen machen. Dann würfeln wir mal, was er diese Runde machen möchte. Atompilz. Und der Brute hat Atompilz. Oh, Attack im Nahkampf. Ohne Rücksicht auf Verluste. Also versucht er. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist denn das nächste Ziel von ihm ausgesehen? Oder was muss er denn treffen? Nearest. Das wäre dann sie. So. Der hat gelb und grünen Charge. Jetzt gucken wir mal, ich glaube, der Charge wird noch nicht ganz reichen. Nein, aber gelb reicht tatsächlich. Also gelb plus grün. Ne?
bewegt sich und er charged. Charge müssen wir nicht messen, das kriegen wir hin. So, jetzt hat er, macht er erstmal seinen Schrei des Todes-Test. Mit einer 9 schafft er das allerdings nicht. Da braucht er die 8. Okay, das ist auch nicht so schlimm. Dann hat er es nicht gepackt. Kann ich grundsätzlich damit leben. Und er kriegt nur ein Würfelchen dazu. Einen grünen Würfel bekommt er als Bonus. Damit ist der auch abgehandelt. Bleibt zu guter Letzt nur noch der psychopathische Hund hier unten. Und was der macht, habe ich so grundsätzlich ein Gefühl für. Ich glaube, er greift an. Und habe ich recht. Nuka-Cola bedeutet, wer hätte gedacht, er greift an. Und zwar das Nearest. Das ist definitiv mein Modell statt der Todeskralle. Also die Todeskralle ist zwar näher, aber er kann ja nicht... Ah nee, ist gar nicht richtig. Er charged ja direkt. Klar, er greift die Todeskralle an, weil er blöd ist. Seine Charge-Reichweite ist blau, das nächste kleinere ist also grün. Wenn er da über die Deckung hüpft, kommt also hin. Er hat keinen Battlecry. Und das bedeutet, er kriegt ein Token. Wir flippen das mal kurz. Welchen Würfel er als Boni dazu bekommt. Schwarz. Sehr schön. Das heißt, er haut jetzt richtig drauf. Der kriegt also zwei Schwarze, einen gelben, einen blauen. Zwei Schwarze, einen gelben, einen blauen. Und er trifft auf die 6. Mit einer glatten 6 trifft er. Er hat 2 extra Schaden und 3 Nuka-Cola-Symbole gewürfelt. Ja, die Todeskralle hat keinen, wie soll ich sagen, Reaction-Marker draufliegen. Also keine Prepare-Action gemacht. Dementsprechend kann er ihr das nicht wegnehmen. Aber 2 extra Schaden sind schon ein Wort. Und dann würfeln wir einfach mal mit der Todeskralle. Die hat eine 4 gewürfelt. Das bedeutet, die negiert tatsächlich wieder nur einen Schaden und kriegt 3 Schaden durch. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das interessiert die nicht wirklich. Die hat 12 Lebenspunkte. Da muss ein bisschen was passieren. So, bedeutet, wir sind in der zweiten Runde mit allen normalen Aktivierungen durch und die Todeskralle haut zu. Die Todeskralle ist im Nahkampf mit den beiden Hunden. Das bedeutet, sie folgt den Regeln aus dem Buch entsprechend dem Szenario draufhauen. Sie greift random an. 1, 2, 3, 4. Wir nehmen den Rüstungswürfel und schauen, welchen er angreift. 1, 2, 3, 4, die 3. Also greift er den noch gesunden Mutantenhund mit der ersten Attacke an. Und weil die Waffe der Todeskralle, also der Deathclaw Crush, geprimed ist, greift er natürlich zuallererst mit der an. Da kriegt er 3 gelbe Würfel und wir dürfen nicht vergessen, das Ding hat Stärke 11, also noch einen schwarzen dazu. Da ich tatsächlich nur 2 gelbe Würfel habe, muss ich den einen nochmal schmeißen. Trifft nach wie vor auf die 5. Ja, das ist ein X für nicht getroffen. Und wir haben schon festgestellt, dass ich keine Quick Actions einsetzen kann, also bringt das Zahnrad darauf auch nichts. Und ja, dann würfeln wir einfach, wen sie als nächstes angreift. Das ist jetzt die 1. Das ist also der angeschlagene Hund. Gleiches Spiel, nee, nicht ganz. Die Marke kommen weg. Jetzt kriegen wir einen blauen, 2 gelbe und den schwarzen wegen der Stärke. Weil jetzt greift sie wieder normal. Nimmt Deathclaw Swipe an. Mit einer 6 trifft sie. Also mit einer 6 mit einer minus 1. Mit einer minus 1 trifft sie. Macht einen extra Schaden, hat einen Nuka-Cola gewürfelt, das heißt, der Hund ist gestunt. Jetzt gucke ich allerdings erstmal, ob er das überhaupt überlebt, bevor ich einen Stun-Marker hinlege. Er hat einen Rüstungswert von 1. Er kann es eigentlich gar nicht mehr schaffen. Er kriegt jetzt 3 Schaden durch, hat nur noch 2 Lebenspunkte, damit ist der erste Supermutanten-Hund auch aus dem Spiel. Kann ich es mir auch sparen, den Stun-Marker rauszusuchen. Ich habe gleich schon wieder einen Counting Marker auf den Deathclaw Crush hingelegt, weil es war ja wieder eine Aktion, die sie gemacht hat, die Todeskralle. Und sie ist in Line of Sight zu gegnerischen Modellen. Bedeutet, wir haben wieder eine Ladung drauf auf der Waffe. Jetzt fällt mir da tatsächlich auf, dass ich den Brute leider schon wieder beschissen habe.
hat ja nur noch 4 Lebenspunkte. Das bedeutet, er wäre eigentlich gelaufen, also hätte die Move-Action gemacht, aber nichtsdestotrotz wäre die Move-Action zum nächsten Modell zu ihr gewesen. Und dann hätte er den Charge durchgeführt, also das passt schon, dass er da hingerannt ist und auf sie draufknüppeln wollte. Von daher widmen wir uns jetzt der dritten Runde. Sieht soweit ganz gut eigentlich aus für die Siedler. Die Supermutanten sind da unten so ein bisschen mit der Todeskralle beschäftigt. Ich habe meinen ganzen Pulk eigentlich hier oben bei dem Brute. Den versuche ich jetzt natürlich, den da auszumachen. Vielleicht schaffe ich das sogar in der dritten Runde. Ich habe den ersten Zug, weil ich trotz der Verluste bei den Supermutanten und meiner Verluste nach wie vor ein Modell weniger habe. Sprich, ich habe auch hier wieder die erste Aktion frei. Und die nutze ich auch tatsächlich, um mit ihr aus dem Nahkampf rauszugehen. Ich aktiviere sie also zuerst. Ne? Bewegt mich ein Stückchen zurück, sodass ich eben nicht mehr im Nahkampf bin. Riskiere jetzt natürlich den Free Strike von dem Brute. Der ist jetzt im Nahkampf. Er ist Brawler. Kriegt also noch einen gelben Würfel zusätzlich im Nahkampf. Hat damit einen gelben, zwei gelbe und einen schwarzen, weil er hat einen Stärkewert jenseits der 7. Zwei gelbe und einen schwarzen. Ja, und versucht damit einfach drauf zu hauen. Zwei gelbe und einen schwarzen. Er trifft regulär auf die 8. Jetzt trifft er nur noch auf die 6. Mit einer 7 und keiner minus 1 ist er da knapp dran vorbei. Aber jetzt setzen wir einen seiner Glückstoken ein, um das Ergebnis um 2 zu verbessern. Jawollo! Wir haben das geflippt und wir setzen das jetzt ein, um seinen Trefferwurf um 2 zu verbessern. Dann ist er bei der 5. Er trifft, er macht einmal einen Rüstungsdurchschlag bei meinem Modell und schlägt damit, ich habe ja nur einen Rüstungswert von 1, schlägt also damit sauber 2 Schaden durch. Und damit ist das Modell um die Hälfte seiner Lebenspunkte erleichtert. Hat es aber aus dem Nahkampf rausgeschafft. So, ich lege das jetzt auf ihre Karte drauf. Sie ist ja das letzte Modell, das von der Karte repräsentiert wird. So, und dann schießt sie. Aus nächster Nähe, rote Distanz, brauche ich gar nicht messen. Sie trifft auf die 6. Sie kriegt einen schwarzen und einen grünen. Und ja, sie setzt, glaube ich, aber davor tatsächlich ihre Nuka Cherry ein. Da hat sie jetzt ja noch 2. Jetzt hat sie nur noch eine. Kriegt einen Quick Action Point. Das finden wir auch prima. Leider wird allerdings einer der Schadenspunkte zu einem Strahlungsschaden. Und der andere geht weg. Das Ding würde ja, sie hat ja 2 Schadenspunkte. Das Ding würde 4 heilen. Kann also nur einen heilen, weil einer automatisch zum Strahlungsschaden wird, sagt die Karte. Und sie hat einen Quick Action Point. So, aber dann schauen wir erstmal, was dabei rauskommt, wenn sie auf den Typen schießt. Mit einer 2 Rüstungsdurchschlag und einem extra Treffer, einem extra Schaden, hat sie da schon mal ein super Ergebnis gemacht. Jetzt könnten wir für ihn Glück einsetzen und sagen, er dodgt sich drunter weg. Bringt allerdings nicht wirklich viel, weil das Ergebnis um 2 zu verschlechtern wäre immer noch eine 4. Und würde bedeuten, dass sie getroffen hat. Aber er darf natürlich noch rüsten. Er trifft jetzt, also er rüstet jetzt allerdings nur noch auf die 1. Mit einer 2 bringt das nichts. So. Jetzt würde er 3 Schaden bekommen. Jetzt nehmen wir wieder einen Luck-Token, flippen das, weil wir möchten ja dafür sorgen, also wir setzen jetzt den Luck-Skill Tough ein und gucken, ob wir den Schaden um 1 reduzieren. Jawohl. Damit kommen nur noch 2 Schaden durch. Nur noch in Anführungsstrichen, das ist relativ, weil er hat ja jetzt eben schon 4 plus 2 ist 6. Ah, das war der falsche. Das heißt, er bewegt sich doch aufs Ende seiner Lebenspunkte tatsächlich zu. Ja, das ist ja natürlich nicht so glorreich. Ah, er hätte vorhin nochmal einen grünen Würfel extra bekommen, ändert er nichts. Er hat ja trotz allem getroffen. Mit oder ohne grünen Würfel. Ein schwarzer Würfel extra hätte vielleicht was ausgemacht und sie getötet. Aber haben wir jetzt in dem Fall nicht gehabt. So, dann sind die Supermutanten dran. In dem Fall 1, 2, 3, 4, 5. Die 4, 1, 2, 3, 4. Das ist der Mutantenhund, der im Nahkampf mit der Todeskralle ist. Wir wissen alle, was er tut. Das, was ein guter Hund tut, zubeißen. Den ganzen Biber. Das. Der macht sowas sonst nie. Er trifft. Im Kritischen. Er macht einen extra Schaden und er hat einen Stern und eine Nuka-Cola gewürfelt. Stern bedeutet, er kriegt einen Quick-Action-Point. Ah, das fällt mir gerade ein.
Wir machen natürlich bei ihr oben eine Prepare Action mit ihrem Action Point. Legen wir mal zu ihr hin. So, sie hat eine Quick Action generiert. So, er generiert auch einen Quick Action Point, der Doc. Und ja, macht theoretisch 3 Schaden, kein Rüstungsdurchschlag. Und dann gucken wir mal, die Todeskralle rüstet mit einer 3 plus 1, rüstet sie den gesamten Schaden, nichts geht durch. Dann greift der Hund natürlich gleich nochmal an, weil er es einfach nicht besser weiß. Oh, er macht sogar 2 extra Schaden, würfelt allerdings eine 7 und trifft damit nicht. Schade. Das wäre jetzt spannend geworden. Was macht denn der Atompilz? Der würde den Gegner verkrüppeln, aber das bringt natürlich nichts, wenn wir nicht durchkommen. Supermutantenhund abgehandelt. So. Und wir gehen über zu den Siedlern. Und hier machen wir jetzt das einzig Sinnvolle. Wir nehmen Nora, bleiben stehen und schießen aus nächster Nähe mit einer schwarzen Reichweite volle Breitseite in den Brute. Buttern alles rein, was wir aufbieten können. Wir haben einen schwarzen und einen blauen. Wir kriegen, weil wir Hunter sind, achso, wir gucken mal, ob wir einen Quick Action Point generieren. Mit einem Stern tun wir das nicht. So, wir haben einen schwarzen und einen blauen. Weil wir Hunter sind, kriegen wir auf Long Range. Sind wir nicht. Hätten wir einen grünen dazu bekommen. Und wir treffen auf die 7. Das sind 4. Das ist ein Stern und das sind 2 extra Schaden. 4 Stern, 2 extra Schaden. Wir generieren einen kritischen Punkt auf der Waffe, weil wir getroffen haben. Ups. 2 extra Schaden bedeutet, wir wären bei 4 Schaden mit der Waffe. Der Supermutant kann jetzt maximal noch 2 halten und kann Tough einsetzen. Zack. Er hält einen. Und das bedeutet, dass er selbst mit Tough, okay, das hat er jetzt sowieso nicht geschafft, 2 gekriegt hätte, jetzt kriegt er tatsächlich 3. Und ist am Ende seiner Lebenspunkte. Sprich, das ist tot. Damit haben die Siedler in der Runde 3 gewonnen durch das Ausschalten des gegnerischen Anführers. Ist doch ganz gut gelaufen, würde ich sagen, oder? Den haben wir sauber weggesprengt, den Typen. Ganz wichtige Anmerkung jetzt einfach hier nochmal ganz kurz dazu. Also er hat ja durch die Heroic Card auch einen zusätzlichen Lebenspunkt bekommen. Damit wäre er bei 9, hat wie gesagt schon 6 Schaden. Die 3 reinkommenden Schaden haben jetzt tatsächlich ausgereicht. Also er hätte, wenn er einen Schaden geblockt hätte, hätte er mit einem Lebenspunkt überlebt. Wäre auf 8 stehen geblieben. Allerdings hat er wie gesagt ja jetzt in dem Fall 3 Schaden reinbekommen. Also exakt genau so viel, wie er Lebenspunkte hatte. Na, wo ist er denn da? Sprich, 2 plus 3 ist halt einfach 9. Und damit ist er trotz des zusätzlichen Lebenspunkts aus dem Spiel. So, das war jetzt ein kurzes Vergnügen für die Supermutanten. Ende oder ziemlich am Anfang der dritten Runde haben wir den Anführer von denen ausgeschaltet und haben das Spiel damit direkt gewonnen, was uns ganz gut gefällt. Die Siedler haben ja jetzt oft genug aufs Fressbrett bekommen, aber in der Konstellation sind sie dann doch einfach ein bisschen stärker auch gewesen. Vor allem, wenn Nora dann mit ihrer Laser-Rifle schon ziemlich zuballern kann. Ansonsten haben wir jetzt, wie gesagt, mal gesehen, wie das Thema Glück auch funktioniert. Was wir leider nicht gesehen haben, ist, wie kritische Waffentreffer funktionieren. Aber das ist eigentlich auch relativ einfach. Wir haben jetzt auch mal die Prepare-Action von so einer Waffe erkannt oder gesehen, was eigentlich auch ganz nett ist. Von daher hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Als nächstes oder mit den nächsten Videos geht es jetzt weiter in die Richtung die Elder Scrolls. Und zwar auch von Modiphius, die Elder Scrolls Call to Arms. Was ich ein auch sehr tolles System finde. Ich werde jetzt auch da wieder versuchen, eben Regelvideos zu machen. Ein paar kleinere Battle Reports. Aber da es jetzt in diesem Regelbuch keine einzelnen Abschnitte wie bei Fallout gibt, muss ich mir noch so ein bisschen überlegen, wie ich dann die einzelnen Untergliederungen tatsächlich final mache. Wie ich das zusammenfasse, wie ich die Abschnitte glieder und so weiter und so fort. Weiterhin wird es natürlich jetzt zukünftig auch noch Fallout-Videos geben. Und was ich jetzt auch mit aufnehmen will, ist eins meiner absoluten Lieblingssysteme, wo ich auch tatsächlich die meiste Zeit reingesteckt habe bisher, hobbytechnisch. Das ist Warhammer 40k. Und auch allgemein wird es immer wieder jetzt auch Videos zu Warhammer Age of Sigmar geben.
zu Blood Bowl. Ich habe vor, noch ein paar andere Sachen mit aufzunehmen. Ich habe mir eine Videoreihe überlegt, die ich eigentlich ganz cool finde, und zwar Spiele, die es gar nicht mehr gibt, weil man da doch das eine oder andere zu Hause rumliegen hat, was eigentlich ganz cool ist. Sowas wie das Warcraft Trading Card Game oder Crossmaster Arena, Magic Arena of the Planeswalkers. Also alles so Systeme, die ich eigentlich total cool finde, die aber nie wirklich gut angekommen sind und ja, irgendwie auch ausgestorben sind. Und da freue ich mich natürlich, wenn ihr da auch wieder reinschaut und euch das anguckt. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Tipps und Tricks, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ansonsten, falls ihr irgendwelche Ideen habt, worüber man auch lustige Videos machen könnte, ob es jetzt alte Spielsysteme sind oder irgendwelche Sachen zu 40k oder Games Workshop im Allgemeinen oder Modifius, gerne auch in die Kommentare. Und von daher, bis demnächst.